Nachdem sich nach dem gestrigen Tag die Gemüter wieder ein wenig beruhigt haben, werden wir heute in die normale Meisterliga reinschauen und Togekiss gegen ein anderes Charm-Pokémon, Fee-Pokémon ersetzen, nämlich Felinara. Ich glaube, das braucht nicht mal eine zweite Attacke, um ehrlich zu sein. Also, wenn dann Zuflucht, aber ansonsten hat es nur Fee-Attacken. Diebeskuss, hast du noch was anderes? Moment, das können wir ausprobieren, indem wir einfach mal einsetzen. Mondgewalt, genau, dachte ich mir schon. Aber Zauberschein und Mondgewalt ist auch irgendwie unnötig. Also, ja, wenn ein Pokémon auch Mondgewalt haben kann, dann ist Zauberschein einfach direkt schlechter. Da muss man gar nicht auch mit Energie und so herum diskutieren. Deshalb nehmen wir Diebeskuss. Ich glaube nicht, dass ich das krass finden werde. Aber ansonsten eine Top-TM. Zuflucht, Typ Normal wäre auf jeden Fall schon eine feine Sache. Und ich muss zugeben, auch wenn ich immer sage, also ich habe es jetzt schon eingelocht, wenn ich immer sage, keine Premium-Pässe ausgeben, so für PvP, jetzt zwei Wochen lang im Element Cup oder Meisterliga oder Marathonliga, kann man das schon in Erwägung ziehen, wenn man zu viele davon hat, sage ich mal. Weil doppelter Sternenstaub, ja, und dann noch mit Premium-Pass. Das kann sich lohnen. Oh, jetzt war ich ein bisschen überrascht. So, ja, fast 300 WP weniger. Schauen wir mal. Der Unterschied zu Togekiss ist aber, dass Felinara nicht fliegen kann. Dadurch ist es nicht so anfällig gegen Eis, nicht so gegen Elektro. Okay, Elektro haben wir sowieso nicht wirklich, außer vielleicht die Sofortattacke von Melmetal. Ja, schauen wir mal. Na, schauen wir mal, was das Ding hier so kann. Auf jeden Fall erreicht es, wenn mich nicht alles täuscht, ja klar, Aeroas benötigt weniger Energie, erreicht es die Ladeattacken immer viel langsamer. Und hier, man sieht, ich bin jetzt bei 2400 unten. Es ist vielleicht nicht die krasseste Idee, so viele Ligen parallel immer zu bringen. Na und mit einem Stalobor starten wir mal ganz gediegen hinein. So, und kommt direkt das Dragoran raus. Alles klar, gegen Drache. Also Drachen können gegen mich keine wilden Sachen machen, aber Arcana. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, hält Felinara mehr aus als Togekiss oder weniger. Aber auf jeden Fall. Oh, okay. So sieht es dann also aus. Ich muss hier vielleicht zweimal Schilden runterfarmen. Ich wüsste nicht, was das für einen Sinn hat, jetzt hier andere Sachen zu machen. Oh, ich hätte sogar einmal drücken können. Hm. Aber ich wollte dich nicht im Gleichstand erwischen. Genau, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass man bei 2600 Punkten, ohne sich das Meta anzusehen, ohne PvP-EV, einfach mit irgendeinem Team im Tigerenten-Cup, ohne Picolente was reißen kann. Das dachte ich irgendwie. Aber da habe ich mich wohl geschnitten. Jedoch, es spricht nichts dagegen, nur weil ich die Meisterliga bevorzuge. Es spricht definitiv nichts dagegen, dass man sich dort rumtreibt. Na, auf jeden Fall. Okay. Und mit Dialga habe ich jetzt auch ein Problem vorne. Und du schilderst beide Male. Ja, ich meine, Charm nicht so effektiv, macht immerhin ein bisschen was. Boah, ich habe Felinara noch nie gespielt. Fliegt das Ding herum? Das ist ja gerade jetzt halb geflogen irgendwie. Mach nochmal. Ja, das sieht genial aus. Sieht irgendwie witzig aus. Na gut, das kann ich nicht mehr machen, weil mit Dialga habe ich gegen Stalobor ein riesiges Problem. One HP and a dream. So, na gut, ich kann die Wechseluhr runterticken lassen und auf gut Glück, Zufall, einfach versuchen, Erdkräfte abzufangen mit meinem dritten Schild. Nein, die Wechseluhr ist nicht um und einmal Erdkräfte besiegt mich. Na gut. Ohne Spesen nichts gewesen. Aber ich möchte definitiv nicht. Oh, ich habe noch ein paar KP. Ich möchte definitiv keine Pokémon PvP optimieren für eine 500er Liga, die es zwei Wochen lang gibt und dann nie wiederkommt. So. Und genau. Nein, Giratina. Na gut. Stalobor vorne ist auf jeden Fall nervig. Das hat nichts mit Felinara oder so zu tun. Das hatten wir früher nicht. In der Meisterliga hat das irgendwie nicht existiert, obwohl Stalobor schon existierte. Das wäre nämlich auch natürlich ein großes Problem so für Togekiss und KKG.
Jo, also, und manche gehen sogar so weit, dass sie dann noch ein Sternenstück dazu aktivieren. Hier haben wir einen Vorteil, würde ich mal behaupten. Nämlich den Vorteil, dass ich nicht gegen Gestein anfällig bin. Das ist die Sache, aber ich komme hier gefühlt nie zu den Attacken. Da kommt man wirklich langsam zu den Attacken. Ich meine, mit Togekiss auch, aber genau, die Steinkante, die hätte mich, glaube ich, definitiv... Oh, das gibt's ja wohl nicht. Aber ich habe noch ausgeholt. Dann schild mir hier mal rein. Ich setze aber dennoch ein, denn ich weiß gerade nicht so, wie viele Attacken. Also nicht drücken. Oh, die hat man beide gleichzeitig. Ich meine, okay. Hier reicht sowieso, egal was ich davon einsetze. Aber dass man die erste Attacke gleichzeitig hat, wusste ich nicht. Aber ich habe mir Energie gespart, immerhin. Na gut, jetzt kannst du komplett runterfarmen. Das ist auch nicht unbedingt so toll. Ja, das ist alles andere als toll. Wie hat nochmal diese Person mit Doppelfee in dem Meter was gerissen? Das, ach so, nö, das war ja in der Marathonliga, in der Meisterliga. War das ja. Die Classic spiele ich hier gerade zum ersten Mal. Aber ich merke schon, das Team muss eventuell umgebaut werden. Also Fee vorne, egal ob jetzt Zorgikis oder Filinara, aber das möchte ich mir mal ansehen. Ja, die Attacken, das ist schon irgendwie sehr wild. Muss ich zugeben mit den Attacken. Drei Fee-Attacken. Eine irgendwie unnötiger als die andere, also es reicht vollkommen eine Attacke. Warum drei unterschiedliche Fee-Attacken? Irgendwie im Allgemeinen, Mondgewalt und Zauberschein, die sind so, ich weiß nicht, die Fee-Attacken sind irgendwie... Bum. Du hast den Punkt nicht. Was ist denn da los? Darum bin ich ja gar nicht gewöhnt. Jetzt kann ich einmal Schilden runterfarmen versuchen. Das ist der Plan. So, hol noch zu Feuer oder Maus. Die Alga, das musst du definitiv tun. Soll ich noch einsetzen? Ich habe das schon lange nicht... Oh, perfekt. Jetzt wird hier nichts eingesetzt. Und danach wird auf Donner gegangen. Ja, oder? Du wirst sowieso schilden, komm. Aber ich gehe dennoch auf Donner. Den Gleichstand gewinne ich. Ich gehe auf Donner und danach der Eisenschädel. Ist zwar nicht so schlau, aber... Was weiß denn ich schon? Ah, das war in der Tat schlau. Na, tschüss, Melmetal. Auf Wiedersehen. Ja, gegen Demeteros, muss ich echt sagen, ist ein Vorteil, dass Filinara nicht fliegen kann. Eine Steinkante, das ist nicht Steinhagel. Das war eine Steinkante. Und so wie ich Togekiss kannte, das überlebt man nicht. Einen Steinhagel, ja, den kann man so wegstecken, aber eine Steinkante nicht. Unbedingt, aber zu Ladeattacken kommt man mit Filinara schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich überlege nur gerade mit Zuflucht. Typ normal hätte man da eventuell einen Typ, wo Togekiss schwächelt. Da weiß ich nicht. Da hätte, okay. Filinara steht herum. Und da kommt, es ist wirklich. Genau, und deshalb, irgendwie muss ich schon sagen, auch wenn sich jetzt aktuell die Premium-Pässe lohnen würden, ich kann es nicht übers Herz bringen, für diesen Unfall namens Go-Kampf-Liga aktuell auch nur irgendwas annähernd Premium-mäßiges auszugeben. Es ist ja schon wirklich eine Frechheit, dass ich meine Zeit dafür ausgebe, aber ich weiß nicht. Also das tut mir schon weh. Da... So, nicht einen Euro, aber je nachdem, welche Pakete man sich kauft, so 50 Cent reinzustecken für PvP. Nö. Nö, das gestern war echt lustig. Mein Sumpex gegen das Melmetal mit Erdbeben. Das war köstlich, schmösslich, saftig, schmaftig, was auch immer. Das war echt genial. Das war jetzt hingegen nicht so genial. Ich will nicht, dass mich das Giratina jetzt runterfarmen kann. So, noch zweimal Energie geholt. Ich hoffe, du kannst mich jetzt nicht farmen, bevor ich... Oh. Okay. Na dann? Ja, nö. Ich habe gerade andersrum überlegt. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall sicherer. Das ist definitiv sicherer.
oder? Ja. Doch, doch, doch. Aber anders hätte ich das auch gerne mal gesehen. Ich hoffe, wir sehen einen Dialga vorne. Ich hoffe, wir treffen mal einen Dialga vorne. Gegen, weil ich finde, Togekiss ist ja eine schöne Antwort gegen Dialga. Aber ist das auch mit Felinara der Fall? Das ist dann nämlich die andere Sache. Okay, und jetzt nicht schilden. Das überlebe ich knapp. Dann gehe ich natürlich instant rüber. Wie Nudeln. Und ein Charm und du bist weg. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das nur noch ein Charm ist. Ja. Wie viele sind es denn eigentlich? 4? 5? 6? 7? Ach, auch 8? Wirklich? Aha. Das sind auch 8. Na gut. Dann, Moment aber mal. Das war doof, dass ich das hier geschildert habe. Das war ja mal ganz doof. Wegen Köder und so. Hätte ich das nicht schilden sollen. Aber ich habe noch meinen Dialga mit ein paar KP. Na gut. Die hätte ich auch nicht einsetzen sollen. Ich mache alle Anfängerfehler. Denn wenn ich nicht eingesetzt hätte und das Spiel funktionieren würde, wissen wir nicht. Kann sein, dass ich einen Charme durchbekommen habe, je nachdem. Ne, hätte, meine ich. Okay. Eine Unheilböen schilde ich. Der Spukball kommt hinein. So ist das nämlich sehr fein. Zum Glück kam nicht der Boost. 10% Chance, den Kampf zu verlieren. Ich habe gestern meine Sets noch alle fertig gespielt. Ich glaube, eins hatte ich noch oder zwei. Und da war Togekiss gegen Togekiss. Das Gegnerische bekommt den Boost. Direkt vorbei. Direkt vorbei. Und ich meine, 10% sind nicht so wenig. Von daher... Jo, aber angenommen, mit Premium Pass müssten's... Boah, Moment, warte, was? Wenn ich 5-mal gewinne auf dem Rang, ohne Event, ohne irgendwas, sind es 5000 Sternenstaub am Ende für diese Set-Belohnung. Jetzt mal 2, wäre ein 5:0 10.000. Und verdoppelt der Premium Pass das nicht? Oder macht der... Was, wie viel macht der Premium... Ich lüge nicht. Ich habe den da noch nie reingesteckt. So viele Content Creator, die ich sehe, die ballern in jedes einzelne Set, ballern die hier einen Premium Pass rein. Ich gebe keinen Cent für PvP aus. Was ist das hier? Was ist das? Ich meine, vielleicht wäre es gut. So irgendwie brauchen die Donations oder so, dass sie das Spiel vorantreiben können. Ah, ich merke echt, dass ich hier in einem anderen Punktebereich bin. Das, den Donner einzusetzen, erlauben sie mir nie. Bitte nicht schilden. Warum? Warum wartest du extra, dass du nach mir Kraftkoloss machst, wenn du dann sowieso schildest? Das war noch nicht Draco Meteor. Heieieiei. Na gut, ich schilde zweimal rein. Und hoffe, dass... Was hast denn du vor? So lange ist da noch nie weit drin geblieben. Das überrascht mich jetzt gerade. Jetzt ist ja die Wechseluhr gleich wieder um. Das heißt, wenn du jetzt wechselst, könnte ich dich vielleicht sogar bestrafen. So, zweimal hast du Kraftkoloss gemacht, das ist der dritte. Der wird dann nicht so viel Schaden verursachen. Problem ist, ich habe keine Schilde mehr und der Eisenschädel würde meine Felinara sofort besiegen. Oh, aber was für Eisenschädel. Nein, habe ich noch gedrückt, die Wechseluhr war dann schon um. Das war doof. Kann mich mal jemand kurz treten? Die Wechseluhr war dann doch schon um. Oh, das hätte ich nicht einsetzen sollen. Dann hätte ich ganz viel Energie gehabt. Na gut. Wilde Sache, was ist dein letztes Pokémon? Zweimal Giratina kann man ja nicht drin haben. Das ist eine wilde Nummer. Und nun? Ja, dann hätte ich hier auch mehr Energie haben können vom Farmen und so. Da, warum habe ich noch gedrückt? Ich dachte, die Wechsel ist noch nicht um. Ich wollte hier keine Attacke von dem Ding abbekommen, aber weil du dir wirklich so viel Zeit gelassen hast. Okay. Komm, Felinara! Jo, okay. Ich meine, das ist hier die Meisterliga und da hält Melmetal echt was aus. Wäre das die Hyperliga oder vielleicht sogar Superliga, dann könntest du das nicht so locker flockig wegstecken. Aber... Okay. Deine Wechsel ist ja wieder um. Ja, ja, Quatsch. Ich wollte sagen, aber dann kann ich perfekt runterfarmen vielleicht mit meinem Giratina. So, schauen wir mal. Ich warte noch kurz, ich bin mir gerade nicht sicher mit der Wechseluhr. Ich bin auf jeden Fall im Rückstand, also nehme ich mir die Zeit. Na, allzeit bereit. Das war doof. Zu spät gewechselt. Da habe ich jetzt zu spät gewechselt. Oh nö! Und dann verstehe ich auch,
Warum du nicht? Ich hätte direkt, instant, aber sowas von wechseln müssen. Okay. Ah, miese Nummer von mir. Nö, das war auch doof. Eieieiei. Na, runterfarmen kann ich nicht. Schade, das hätte ich definitiv machen können. Da hätte ich einfach nur sofort wechseln müssen. Aber, ja, da fehlt mir ein bisschen die Routine gerade. Obwohl, es waren Melmetal vorne. Oh, das war ja Melmetal vorne. Und dann noch so knapp. Melmetal-Führungen sind immer mein Albtraum mit einer Fee vorne. Kann man sich aber eventuell aushelfen, wenn man Staluba Doppelfee hat. Ja. Wäre aber damals auch schon möglich gewesen mit Gardevoir. Ich würde sogar fast sagen... Ich weiß nicht, Gardevoir hat doch sogar mehr WP als Felinara. Nicht, dass es auf WP ankommen würde. Aber Gardevoir hätte auch noch Zugriff auf ein paar mehr Attacken, die vielleicht auch sinnvoll sind, aber hält vermutlich nicht so viel aus wie Felinara. Na gut, Trikefalo, Wunderbärchen. Da will ich nicht mit meinem Giratina ran. Das sind die guten Teams. Das sind diese ganz idealen Teams. Also, die übertreffen sogar meine Element-Cup-Teams. Wirklich. Das kann ich nicht anders sagen. Vorne ganz schwach gegen Charm. Der Wechsel ist auch schwach gegen Charm. Das sind diese anders köstlichen Teams, die sich auch ein Schilling so überlegen könnte. Mhm. Das geht in Ordnung. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber jetzt habe ich hier ein Problem. Vielleicht hätte ich noch eine Steinkante mir reingönnen lassen müssen. Denn das wird dich jetzt nur peripher tangieren. Und ich weiß nicht mal, was Tricker... Oh, ja, doch. Aber mach doch ein bisschen was. Was hat Trikefalo als Attacke? Irgendwas, wovor ich mir Sorgen machen muss? Drache und Unlicht muss ich mir keine Sorgen machen. Okay, es ist ganz doof. Felinara, komm schon, okay. Dann macht dein Team vielleicht doch Sinn, weil das werde ich verlieren. Du gehst zweimal auf Sternenhieb. Moment mal. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Oh, ich muss mitzählen, wirklich. Ich dürfte nicht mehr so viel kommentieren. Denn wenn ich kommentiere. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, keine Ahnung. Jetzt so rückwirkend betrachtet, war das überhaupt schon Erdbeben? Warst du schon bei 10? Jetzt sind wir wieder bei 8. Ja, ich muss schilden, weil Stahl ist drüben sehr effektiv. Nochmal Sternenhieb. Trollololololol, da trollt mich aber jemand von oben bis unten. Aber so richtig. Sehr schön. Wunderbar. Außer du machst jetzt auch den Sternenhieb. Dann freue ich mich. Dann würde ich das nicht als Trolling ansehen. Sondern vielleicht doch, indem ich Felinara opfere. Ich weiß es auch nicht, was ich hier mache. Aber andersrum hätte das mit den schwachen Charm... Oh, ich habe ein Erdbeben abgefangen. Ich habe gerade in der Tat ein Erdbeben abgefangen. Das geht auch in Ordnung. Aber leider verloren. Ich sag's ja, also unausgewogene Teams können funktionieren. Die funktionieren dann auf jeden Fall noch. Aber sowas von, dann muss man nur ein paar Mal Sternenhieb einsetzen. Gegen ein Stahl-Pokémon. Und Abfahrt. Zweimal hintereinander. Na gut. Felinara, das wird schon noch. Das wird schon noch mit uns. Sorry, dass du nicht mal gegen eine Trikefalo-Führung mit einem Dingenskirchen-Meistergriff zum Einwechseln gewinnen konntest. Im Grunde hätte ich einfach nur drinbleiben sollen. Drinbleiben, das Ding runterfarmen. Dann wäre Meistergriff dann wäre Köderhieb, Sternenhieb, Köder, Meister reingekommen. Dann wäre ich mit Giratina reingekommen und fertig. Einfach drinbleiben wäre es gewesen. Schade, ärgerlich. Kann man nicht wissen. Okay, das wollten wir mal sehen. Das wollten wir auf jeden Fall mal sehen, wie das jetzt so wird. Okay. Das wird auf jeden Fall so, dass du direkt wechselst und ich ein bisschen zu spät wechsle und auch keine Attacke bekomme.
Dann schauen wir mal, welche Attacke ich einsetzen werde. Ich glaube den Spukball. In der Hoffnung, dass es kein Gleichstand ist. Aber es ist leider einer, weil das Giratina keine Attacke gemacht hat. So, nun denn. Dann weiß ich jetzt leider nicht, wie viel ich da weniger aufladen müsste, dass ich noch 4 Sofortattacken durchbekomme. Mal schauen, ob es das ist. Nö, das war es auf jeden Fall nicht. Gut, war ein bisschen zu viel. Naja, dann habe ich jetzt einfach mal perfektermaßen den Schild hergeschmissen. Das kann man mal machen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich hätte nicht direkt mit einem Wechsel gerechnet, muss ich sagen. Deshalb war ich darauf nicht so ganz vorbereitet. Gehen wir mal all in Felinara, wenn wir das schon hier in dem Video zeigen. Na rein damit, Felinara. Jetzt wurde ja angekündigt, dass Mewtwo wieder zurückkehrt. Dann geht es aber mal ordentlich ab. Dann werden sich auch normale Leute ein XL Mewtwo holen können. So, und Giratina. Wenn ich Glück habe, köderst du ein paar Mal mit Unheilböen. Obwohl, ich habe keine Schilde mehr. Aber vielleicht, wer weiß. Eventuell. So, na gut. Und das Dialga hat leider einen Sternenhieb. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Felinara einen überlebt. Aber Togekiss, wenn Togekiss voll ist, überlebt man einen Sternenhieb. Okay, du köderst also nicht. Das ist sehr schlau von dir. Und ja. Gut, jetzt werden wir erfahren, ob ein Eisenschädel reichen wird. Ich glaube schon. Ein Eisenschädel wird auf jeden Fall reichen. Okay. Und ja, bin zu weit unten. Zu weit unten. Immerhin hole ich aus. Wir machen Fortschritte. Wir machen schon langsam, aber sicher Fortschritte. Vielleicht werde ich irgendwann mal einen Raid Pass ausgeben. Oder Kampfpass, wie er heißt. Alles klar. Das war nicht so fein. Das war wirklich nicht ideal. Mewtwo, guter, sicherer Wechsel. Mewtwo XL dominiert komplett dann. Kann man nicht viel dagegen machen. Wenn dann mal die Leute vielleicht ein paar Yveltal oder ihr Darkrai auspacken, aber ansonsten Mewtwo zerlegt einfach nur alles. Der Psychostoß gegen Mammutl, gegen mein Level 50er XL Mammutl mit fast 4000 WP, hat mich schon überrascht. Psychostoß und ich war... Das war Fokusstoß so in der Art. Gesagt, das war schon ultra heftig. Aber hey, nicht umsonst hat das Ding 4700 Wettkampfpunkte und den höchsten Angriffswert im Spiel. Und dann wartet mal auf Mega Mewtwo. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal im PvP erlaubt wird. Also 2400 und wir haben keine Wartezeiten. Das ist perfekt. Und am Bidiza Day wird parallel dazu noch der Bidiza Cup stattfinden. Als ob wir nicht schon genügend Auswahlmöglichkeiten hätten. Das ist wirklich genial. Das ist sehr fein. Fehlt dann noch parallel dazu Premier Cup und Premier Cup Classic. Dann hätten wir 5. Dann ist wirklich für alle was dabei. Der bekommt ein bisschen was. Hier kann man sich was aussuchen. Dann startet ein Kampf. Genau. Dann startet ein Kampf. Wir sind schon mittendrin statt nur dabei. Wer gibt hierfür Geld aus? Ich weiß, wer es nicht tut. Und das ist Niantic. Kampf startet und ich bin drin und es hat schon komplett begonnen. Das ist ultra fein. Das ist wirklich ultra fein. Ja. Macht es euch keinen Spaß? Es ist doch lustig. Lustig, tralala. Ich übertreibe oft. Ach so. Ja, moin, Meister. Du hast schon 100 Energie. Ja, deshalb. Wieso schaut's aus? Ich dachte, du hattest vielleicht auch die Probleme. Nein, du bist auf 200 Energie. Dann setze ich jetzt einfach rein. Niantic. Niantic. Gibt auf jeden Fall kein Geld für PvP aus. Jeder tut es, nur nicht Niantic. Und gerade von denen würde man sich's wünschen. Vielleicht müsst ihr Geld ausgeben. Kleine Spendenaktion. Vielleicht sollte Niantic Patreon einrichten oder so. Wäre doch auch eine feine Sache. Das wäre doch auch eine feine Sache. Gut. Mewtwo hat gerade in etwa 7 Psychostöße gemacht, während ich 2 Unheilböen geschafft habe. Und wie geht's euch so? Joa, bei mir ist auch alles in Ordnung. Bei mir passt auch alles dementsprechend. Gut. Na dann. Rein da. Starten wir die GoFundMe Patreon-Kampagne für PvP. Vielleicht können wir irgendwas retten. Wunderbar.
Da hätte ich wirklich, also, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das kann ich mir alles, ein Übeltal war da, okay. Ja, da wäre ja Felinara wirklich von einem anderen Planeten gewesen. Ich bin froh, dass ich später starten durfte, aber der hat sich gefreut. Der hat sich schon die komplette Energie geholt. Fein. Ist ein Feini. Ist ein ganzen Feini. Okay. Also, gebt Premium-Pässe aus, denn dann bekommt ihr Belohnungen. Aber nur, wenn ihr gewinnt. So, Moment. Vielleicht muss man hier schon drücken. Der Kampf beginnt. So, es geht los. Darf ich beginnen? Kämpfen wir schon? Ah, okay. Moment. Ah, der Timer. Okay. Also beginnen wir. Jetzt beginnen wir. Das ist fein. Das ist fein. Vielleicht müsste einfach, ich weiß nicht, vielleicht müssen die Mitarbeiter von Niantic anfangen, PvP zu spielen und dann Premium-Pässe ausgeben, dass sich Niantic irgendwas leisten kann. Aber das ist ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel sondergleichen. Mute hat 7 Psychostöße. Ich glaube sogar 8 oder irgendwie so in der Art waren es. Na gut. Der Kraftkoloss. Das ist spannend. Ich schild heute wirklich die richtigen Attacken. Kraftkoloss. Einfach Kraftkoloss. Ich kann es nicht anders sagen. Außer einfach Kraftkoloss. Will ich mich Angriff sinkt? Will ich mich runterfarmen lassen? Okay, du setzt ein. Na gut. Also ein Vorteil. Kann ich schon mal ganz klar sagen, ich durfte beginnen, wo wir beide begonnen haben. Man muss es wirklich immer langsam angehen. Ich durfte beginnen, als der Kampf begonnen hat. Und das ist doch mal ein riesiger Vorteil. Findet ihr nicht? Oh, Evil-Tal werde ich mir, glaube ich, auch. Ich habe einen 100er, da kommt auch ein Video dazu. Das zündet ja mal hier ordentlich rein. Das geht gut ab, das Ding mit Standpauke, glaube ich. Jo, aber ist wirklich, ich freue mich, dass ich beginnen durfte, wenn der Kampf beginnt. Denn, ja, bekommt man eigentlich seine Raid-Pässe zurück, die Kampfpässe, wenn Niantic solche lustigen Geschichten baut? Kann ich mir gar nicht vorstellen, oder? Dass man die zurückbekommt, aber gut, ich meine, ja. Ist ja nicht, es sind ja nur 50 Cent für nichts. Kann man ja auch mal, können auch aus Versehen zu Boden gefallen sein oder so. Gut, aber eventuell überlebe ich eine Unlichtattacke von dir, welche auch immer du hast. Ausgeholt habe ich. Und dann drücke ich, ich meine, den Gleichstand verliere ich. So, Finsteraura. Direkt den Spukball. Und wenn ich Glück habe, wenn ich alle Bubbles treffen darf. Niantic, darf ich die Bubbles treffen? Ich glaube, ich durfte sie alle treffen. Na gut. Also ich muss sagen, so persönlich, es fällt mir viel einfacher zu gewinnen, wenn ich beginnen darf, während der Gegner beginnt. Das ist ein riesiger Vorteil, finde ich wirklich. Und da muss man Niantic auch mal loben. Ich weiß, ich bin oft negativ, aber jetzt muss ich wirklich sagen, mein Felinara durfte gemeinsam mit dem Gegner starten, aber eventuell muss man hier, wo Kampf beginnt, muss man schon drücken. Ich meine, das steht ja nicht umsonst da, dass der Kampf beginnt. Hier, es ist weiß, aber man muss schon drücken. Und zwar fest. Okay. Und wir gehen auf Dialga. 3. Okay. 3. 4. Ich hoffe, das habe ich halbwegs getimed. Und den Donner habe ich auch schon. Falls du denkst, so. Dass du vielleicht nicht schilden musst. Gut. Und ich bekomme, falls du nicht einsetzt, oder ich glaube sogar, wenn du Antikkraft hast, weil du so langsam gewechselt hast. Ah, okay. Zweimal schilden, runterfarmen, ist das dein Play? Dann komme ich mit Felinara rein und saug aber komplett die Energie ab. Ich glaube, das ist dein Play. Zweimal schilden, 2712 WP? Der Element Cup hat mir wirklich nicht gut getan. Felinara steht rum. Okay, habe ich dich vorher ein bisschen zu viel gelobt. Tut mir leid, Felinara, ich wollte dich nicht so viel loben. Zauberschein. Der hat schon reingepfeffert. Jetzt noch möglichst viel Vorarbeit leisten. Zu einer Ladeattacke werde ich nicht kommen. Okay. Das Mute hat, glaube ich... Oh, nö.
3800 WP. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn da los? Du bist echt krass, dass du hier bist. Oder vielleicht mit dem Elementcap aufgestiegen und dann plötzlich... Wie auch immer. So. Ich hätte echt gerne noch einen Charm durchgebracht davor oder gemacht. Draco-Meteor. Und... So. Müsste ein Gleichstand gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest habe ich gedrückt und das ist Zweier-Move gegen Zweier-Move und du hast sogar rausgewechselt. War es hoffentlich. Und ich glaube, das könnte dich besiegen. Jo. Und jetzt kann ich nur runterfarmen, weil du 2800 WP hast. Ansonsten wäre es dann noch auf einen Charm von Felinara angekommen. Und das wäre noch weitaus knapper geworden. Na gut. Aber das ist eben die Sache. Ja, wenn man die Ressourcen nicht hat. Allerdings, ich muss echt sagen, ich baller so oft, ich weiß nicht mehr wohin mit den Sonderbonbons. Und auch wenn man nur so spielt, drei großartige Würfe hintereinander. Ich glaube, ich habe heute 4 Sonderbonbons oder so nur von den Feldforschungen bekommen. Na, ohne Raiden, ohne nichts. Also genau. Endlich bleibt mal jemand drin. Jetzt können wir uns das mal ansehen. Wie das so wird. Okay. Boah. Das ist viel schlechter, das Matchup. Aber viel. Normalerweise ist Dialga genau bei der Hälfte in etwa. Das ist aber weitaus schlechter, das Matchup. Ach du meine Güte. Sorry, Felinara, aber Togekiss kannst du nicht annähernd das Wasser reichen. Aber wirklich nicht mal im entferntesten annähernden. Dafür sehen wir hier einen Vorteil. Mammutl, Typ Eis, würde mein Togekiss mit Sofortattacken schon ein bisschen schädigen. Genauso wie die Kampfliga mich schädigt. Jedoch hier eben nicht der Fall. Das Problem, du wirst Lawine machen und dann noch farmen können. Das ist ein bisschen doof. Ja. Oh nö, bitte nicht perfekte Farmreichweite. Ich sehe es jetzt schon. Das ist die allerperfekteste Farmreichweite, die man sich nur vorstellen kann. Oh. Nö, und ich gehe rein. Sofort, Felinara hast du ausgeholt. Es sieht leider nicht so aus, ist bei Charm nicht so wichtig. Ist nur ein 3er-Move, ist echt nicht so wichtig. So. Na und, nö, hat nicht ausgeholt. Schade. Dann wärst du jetzt schon kaputt. Und so bekommst du es. Das Schwamm drüber. Ich durfte beginnen. Wir haben gleichzeitig begonnen. Immer alles positiv sehen. Wir müssen in der PvP-Liga langsam starten. Dann wird das auch was. So, das Dialga hat auf jeden Fall Energie. Ich hoffe nicht für 2 Eisenschädel dann, wenn du noch ein bisschen Feuer oder hier Späßchen machst. Letztes Pokémon definitiv Giratina. Dialga, meines holt wieder nicht aus. Es ist zu verrückt werden. Es sind so viele Attacken, die da verloren gehen. Genau, die wäre wichtig gewesen, diese eine Sofortattacke. Mal schauen, ob du eine durchbekommst. Du bekommst auch keine durch. Sehr schön. Aber leider durch die Feuerodem bin ich schon abgeschwächt und Pulverschnee. Das heißt, das wirst du gewinnen. Oder ich hole noch aus. Hole ich aus? Nein, ich hole auch nicht aus. Na gut, schade. Kann man nichts machen. Aber das Trio gefällt mir auch. Das Trio gefällt mir, muss ich sagen. Mit Dialga, Giratina und dann Mammutl. Ich finde, Mammutl ist echt unterschätzt in der Meisterliga. Vor allem jetzt ein bisschen mit dem Vormarsch von Demeteros und so. Und vielleicht auch Iveltal. Ja, obwohl, Fokusstoß muss man sich auch in Acht nehmen. Also, man muss hoffen, dass die Kämpfe starten, wenn es losgeht. So, 7500, ja, das geht schon gut ab. Aber, na, kein Tag, keine Folge, was heißt kein Set, fast kein Kampf, der kein Kampf ist. Also, hier werde ich nicht drücken. Hier werde ich nicht drücken. Obwohl Niantic echt notwendig hätte für die Kampfliga, aber da werde ich nicht drücken. Ich bringe das nicht übers Herz. Da würde ich sie vorher zerstören. So, das ist gerade so die aktuelle Lage. Wenn ich sie könnte, ich glaube, man kann sie sogar zerstören, aber ich raide natürlich. Die sind ja nicht nur für PvP. Gut, für die Folge. Ich muss sagen, Felinara war schon ganz nett, aber
besonders jetzt gegen die Allgäu hat man es gemerkt, boah, nö, Torgekiss ist da schon etwas feiner. Aber Filinar hat natürlich auch ein paar Vorzüge, dass man gegen Gestein nicht so anfällig ist, Eis und so weiter. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und mit etwas Glück geht's gleichzeitig auch beim nächsten Mal weiter.